Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, der große Marktausblick hier bei FX Flat. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Webinarreihe endlich auch in 2020 mit Mario Lüdemann wieder starten können. Begrüße dich hier schon mal an der Stelle, Mario. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie mal vom FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Denn auch in diesem Jahr dient dieses Webinar nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja. Gut, bevor ich jetzt tatsächlich an den Mario übergebe, dann möchte ich, habe ich jetzt auch in den Chat reinkopiert, auch die nächste Veranstaltung schon mal kurz erwähnen. Mit Mario Lüdemann selbstverständlich Vorbereitung auf die US-Börseneröffnung und Live-Trading. Den Anmelde-Link finden Sie, wie gesagt, im Chat und natürlich auf unserer Webseite würde ich mich natürlich auch freuen, wenn Sie da live mitmachen. Okay, dann Mario, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Danke, Nelson. Und dann ein ja, schönes Hallo in die Runde. Ich mache mal gerade den Monitor. Ich hoffe, ihr könnt jetzt mein Monitorbild schon sehen. Ja, perfekt. Super. Dann danke dir, Nelson. Und dann werden wir uns heute die doch recht hochvolatilen Märkte anschauen. Wir haben eine sehr, sehr spannende Phase, wo man als Trader, gerade als Daytrader natürlich immer aufpassen muss, was so Positionsgröße angeht und Geschwindigkeit, aber dazu gleich mehr. Den Risikohinweis hatte Nelson vorhin schon gezeigt. Ich habe ihn hier auch noch mal kurz drauf. Nelson hat schon kurz gesprochen, das Ganze wie üblich zu Informationszwecken und wir müssen es halt immer vorweg kurz zeigen. So, welche Termine stehen diese Woche an, die besonders spannend sein könnten? Da haben wir morgen um 11 Uhr die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland und um 16 Uhr Verkäufe bestehender US-Eigenheime. Dann sicherlich sehr spannend am Mittwoch um 16:30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Auch da werde ich gleich sicherlich noch zwei, drei Sätze zu sagen, denn wir sehen wirklich einen massiven Kursrückgang bei Öl. Und das ist auch nicht aus dem Nichts heraus. Wenn man auf den Chart schaut, kann man das sehr gut sehen. Und es ist fast ein wenig erschreckend, wenn man sieht, wie viele Privatanleger derzeit in ETFs auf Öl long sind, weil sie wahrscheinlich nicht ganz das überblicken, wie, was das mit diesen Rollgewinnen und Rollverlusten auf sich hat. Da vielleicht auch gleich noch zwei, drei Sätze zu. Ansonsten, was die wichtigen Themen noch angeht, diese Woche am Donnerstag dann der Einkaufsmanager-Index sowie um 14:30 Uhr dann die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Verkäufe neuer US-Eigenheime. Und der Reigen schließt sich dann am Freitag mit dem IFO-Geschäftsklimaindex aus Deutschland und um 14:30 Uhr mit dem Auftragseingang langlebiger Güter aus den USA. Noch ein paar Termine in eigener Sache. Und hier haben wir tatsächlich ein paar Neuerungen dabei. Und zwar am 28.04., das ist kommende Woche Dienstag, findet abends um 18 Uhr unser Infowebinar zum Mastermind-Seminar Intraday-Handel statt. Wir haben ganz viele Anfragen in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehabt, ob wir nicht ein Seminar zu diesem Bereich machen wollen. Ich habe das früher auch schon mal regelmäßiger gemacht und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, ein vierwöchiges Seminar anzubieten, das sich zusammensetzt eben aus Live-Tagen und Nachbetreuung zum Thema Intraday-Handel. Wie gesagt, 28.04. Dann dazu das Live-Webinar, wo ihr euch anmelden könnt, zeige ich euch gleich noch. Und am 16. und 17. Mai Rendite Unlimited, die Trading- und Investment-Konferenz. Ihr kennt das Konzept vielleicht schon. Wir waren ja schon fünfmal live unterwegs gewesen in München, in Düsseldorf, in Frankfurt, in Berlin. Und wir wollten jetzt eigentlich wieder in Frankfurt sein an dem Wochenende 16. 17. Mai. Uns ist das Ganze allerdings ein bisschen zu heikel, dieses Thema, weil es auch keine klaren Aussagen gibt, ob man in dieser Größe Veranstaltung machen darf oder nicht. Wir haben uns dann kurz entschlossen am Freitag, dass wir das Ganze jetzt online machen werden. Das heißt, wir werden es nicht in Frankfurt machen, sondern wir werden es zum ersten Mal und wahrscheinlich auch das einzige Mal diese Trading- und Investmentkonferenz online stattfinden lassen. Und dazu findet ihr auch alle Informationen bei uns
auf der Webseite. Das heißt, ihr könnt hier ganz einfach auf meine Webseite gehen, lüttemann-coaching.de und dann einfach auf Termine. Da findet ihr das Info-Webinar zur Mastermind und hier auch Rendite Unlimited. Einfach auf Info klicken und da findet ihr dann alle Informationen. Das Besondere ist, wir haben für euch einen extrem coolen Preis für diese 2 Tage online. Also das nur kurz am Rande in eigener Sache. Das andere sind alles Seminare von uns. Das könnt ihr dann ja selber schauen, was es da an Neuerungen gibt. Und ansonsten noch der nächste Wochenausblick findet dann wieder am Montag, den 27. April statt. So, das zur kurzen Überblick. Und jetzt kommen wir auf die Märkte. Starten wir einfach mal mit dem S&P 500 Index. Das heißt, wir schauen uns auch heute wie üblich erst die großen Indizes an, werfen aber heute auch mal einen Blick auf Rohstoffe, auf Gold zum Beispiel und natürlich auch auf Öl und dann sehr, sehr gerne auch wieder eure Fragen, dass wir wieder schauen können, okay, welche Aktien sind denn jetzt im Moment besonders spannend? Wo macht es einfach Sinn, jetzt zu schauen, wo gehen wir hin, long oder short? Starten möchte ich hier einfach erstmal in dem großen Bild. Das heißt, ich mache hier mal den Wochenchart auf und da sieht man eigentlich, was hier wirklich passiert ist und dass hier sehr, sehr viel Porzellan zerschlagen worden ist. Wir sind jetzt hier in den Tiefs tatsächlich da gewesen, wo wir auch 2016 waren. Das heißt, es war ein doch extremer Abverkauf, den wir gesehen haben hier von Februar an. Das ging sehr schnell. Ich kann mich nicht dran entsinnen, dass wir mal einen so schnellen Abverkauf der Märkte gehabt haben. Allerdings, und das ist das Spannende, wenn man sich das anschaut, also hier zum einen natürlich die starke Abwärtsbewegung von über 30%, aber wenn man dann die technische Gegenbewegung sieht, die ist eben genauso prozentual. Und da geht es auch schon los. Runter sind 30% halt nicht dasselbe, als wenn es nach oben geht, weil die Basis natürlich eine andere ist. Und man muss sich das immer so vorstellen, wenn es bergab geht, ist es so, als wenn ihr ein Gummi, ein Einmachgummi richtig weit auseinanderzieht und wenn ihr es dann loslasst, dann fletscht es halt volle Kanne zurück. Und das haben wir auch gesehen in den letzten 2, 3 Wochen, dass der Markt sehr, sehr schnell nach oben gekommen ist, dass viele Aktien, die sehr stark verprügelt worden sind, vor allen Dingen solche Aktien aus dem Hotel- und Gaststättenbereich, wie zum Beispiel Marriott, die extremst unter Druck gekommen sind, dann innerhalb von wenigen Tagen fast 100% Gewinn dann auf der Long-Seite gemacht haben, weil sie einfach so stark vorher abverkauft wurden. Und das ist eben krass. Wenn wir jetzt in den Tageschart uns das Ganze anschauen, da sehen wir, dass wir uns jetzt langsam der 200-Tage-Linie nähern. Das heißt, wir haben zum einen hier natürlich den Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend ist und bleibt auch weiterhin intakt. Das heißt, markttechnisch gesehen ist das, was wir jetzt sehen, eigentlich etwas vollkommen Normales. Wir sehen eben diesen Rücklauf, der besonders stark war. Das muss man ganz klar attestieren, dass dieser Trend sehr, sehr stark ist. Man kann hier auch ganz gut sehen, dass es hier auch trendförmig verläuft. Das ist halt eine typische Bärenmarkt-Rally, die wir hier gesehen haben. Ich gehe davon aus, dass wir so Chancen haben, bis an die 200-Tage-Linie zu laufen. Ich zeichne das mal ein, hier das alte Tief und die 200-Tage-Linie. Ich denke, das ist der Bereich, wo wir doch massiven Widerstand bekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier so einfach durch diesen Bereich durchgehen. Wenn es anders sein sollte, dass wir hier sehr, sehr schnell auch über dieses Hoch hier kommen, dann würde ich das Ganze revidieren. Aber so wie das derzeit aussieht, gehe ich erstmal davon aus, dass wir jetzt so im Auslauf sind. Wir sehen auch, dass die Dynamik nachgelassen hat hier in dieser Aufwärtsbewegung, die hier gekommen ist. Wir haben jetzt hier die letzten 4, 5 Tage sind wir mehr oder weniger seitwärts gelaufen und das spricht dafür, dass diese starke Aufwärtsbewegung langsam ausläuft. Auf der anderen Seite, die Quartalszahlen, die wir bisher gesehen haben, waren alles andere als berauschend und trotzdem ist der Markt nicht nach unten abverkauft worden. Das spricht für die Stärke des Marktes auf der anderen Seite. Das heißt, ihr müsst euch das wie so eine Waagschale vorstellen. Auf der einen Seite dieser Abwärtstrend, der da ist, diese ganz negativen Dinge, die mit diesem Virus Covid-19, alle die Sachen, die zusammenhängen, sind auf der einen Seite vor allen Dingen auch die negativen Auswirkungen natürlich auf unsere Wirtschaft und auf der anderen Seite eben, dass wir hier einfach sehen, dass der Markt extremst positiv auf diese negativen Nachrichten reagiert. Das liegt natürlich zum einen auch daran, dass natürlich die Zentralbanken die Märkte mit Geld geradezu fluten und das Geld natürlich teilweise auch natürlich wieder in den Aktienmärkten entsprechend angelegt wird.
Ich bin trotzdem und bleibe auch dabei, ich bin äußerst vorsichtig derzeit, was Positionen im mittleren Bereich angeht, Positionen, die ich im Rücklauf eingekauft habe, so wie ich das auch immer bespreche, dass ich mich ja Stück für Stück einkaufe in einen fallenden Markt hinein. Das sind aber dann eher Investmentpositionen. Die löse ich jetzt hier in diesem Bereich auf, weil ich eben nicht davon ausgehe, dass wir die 3000-Punkte-Marke hier hinter uns lassen, sondern dass wir hier eher ein Auslaufen der derzeitigen Aufwärtsbewegung sehen. Wie können wir feststellen, dass der Markt wieder nach unten läuft? Weil das ist auch eine Frage, die sehr häufig auch vorkommt. Nun ja, wenn wir mit relativ großem Umsatz es plötzlich wieder bergab geht. Wir haben heute im DAX, da kommen wir auch gleich noch zu, einmal eine relativ starke Abwärtsbewegung in einer Stunde gesehen. Die ist aber zum Schluss wieder komplett aufgekauft worden. Da sieht man einfach, im Moment drückt einfach der Markt eher nach oben als nach unten. Und das ist für die Daytrader unter euch natürlich total spannend, weil wir gerade im Intraday-Handel natürlich extremst gute Bewegungen fast jeden Tag bekommen, um hier gute Trades aufzusetzen. Wenn wir uns den Nasdaq anschauen, Moment, da mache ich auch mal die Zeichnung hier weg. Da sehen wir auch ganz gut, dass wir hier sehr weit zwischenzeitlich auch gelaufen sind. Wir haben die 200-Tage-Linie hinter uns gelassen. Und wenn das auch im S&P passiert, wie gesagt, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir aus diesem negativen Bild in ein bullisches Bild plötzlich wieder umspringen. Und das ist eben so schwierig zu fassen, weil wenn man sieht, welche Einschränkungen es überall gibt, dass viele Unternehmen derzeit am Boden liegen, weil sie nicht produzieren können und. Das Ganze wird sich natürlich Auswirkungen haben, auch auf die Quartalszahlen, die wir im Sommer bekommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir gerade im Sommer nochmal ein ganz schwieriges Marktumfeld bekommen. Allerdings, wenn der Markt hier dieses Hoch rausnimmt, oder dann sind wir ja fast dran an diesem alten Hoch, dann gibt es halt nichts, wirklich gar nichts, was den Markt dann noch aufhalten könnte, außer das letzte Hoch. Und man sieht auch, wenn man in die Einzelaktien des Nasdaq schaut, dass da wirklich viele Titel sind, die Jahreshochs markieren. Titel, über die wir in den letzten Wochen auch immer wieder mal gesprochen haben, wie eine Netflix, eine Amazon, die ja sogar riesig davon profitieren, von dem derzeitigen Umfeld. Das heißt, auf der Long-Seite würde ich auf jeden Fall den Nasdaq-Index eher nutzen. Und das haben wir auch innerhalb des Screening-Dienstes in den letzten 1, 2 Wochen gemacht, dass wir gesagt haben, okay, hier nehmen wir Titel aus dem Nasdaq, um hier das Long-Set abzufahren, beziehungsweise die marktneutrale Situation weiter aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir werden Positionen aus dem Nasdaq eher übergewichten, während wir sie im DAX eher untergewichten. Heißt, dass wir dort eher auf der Short-Seite agieren wollen. Wenn wir uns das Ganze im Stundenchart vielleicht nochmal anschauen, für die, die jetzt auch Intraday oder in der Stunde auch unterwegs sind. Hier kann man wirklich ganz gut sehen, ich nehme mal hier die Zeichnung raus, dass der Markt hier relativ sauber nach oben läuft. Natürlich haben wir immer den Nachthandel hier mit drinne. Da darf man dann auch mal einen Blick oder ein bisschen drüber hinwegsehen, wenn dann mal es zu Ausbrüchen kommt, die vielleicht gegen den normalen Rhythmus gehen, weil hier ist natürlich, wenn man sich den Umsatz hier anschaut, das finde ich auch immer ganz spannend, hier das durchschnittliche Volumen liegt hier so tagsüber, naja, bei roundabout 28.000 bis 30.000 Future-Kontrakte. Und wenn wir aber hier in den Nachthandel schauen, dann sehen wir eben, dass es doch nur ein Bruchteil ist. Also ne, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Das heißt, also da muss man halt immer ein bisschen drauf aufpassen. Ihr könnt das ein bisschen umgehen, indem ihr ein ETF nehmt und es dort einzeichnet, beispielsweise im QQQ. Da habt ihr dann eben diesen Nachthandel halt nicht mit drin. Aber man sieht hier sehr schön, dass wir hier diese Aufwärtsbewegung haben und dass der Markt hier auch tatsächlich immer noch nach oben laufen will. Und erst wenn wir die Tiefs hier unten rausnehmen, so bei 8.600, 8.550, dann kommt es hier zu einem Trendbruch. Und dann könnte auch wieder auf der Unterseite Dynamik aufkommen. Das heißt, solange wir in diesem Marktumfeld sind, sowohl im Tages- als auch im Stundenchart, macht es einfach Sinn, auf einzelne Titel auf dem Nasdaq eher auf der Long-Seite zu schauen. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt auch den deutschen Markt, warum ich da eher bärisch bin. Man kann es hier ganz gut sehen, der DAX ist hier ähnlich natürlich in der Abwärtsbewegung wie der amerikanische Markt auch. Das hat sich auch prozentual alles nicht so wahnsinnig viel getan. Wir waren ja schon im letzten Jahr im DAX
sehr im Verhältnis zu den amerikanischen Märkten doch eher schwächer unterwegs. Wir sehen auch hier natürlich ganz normal diese Aufwärtsbewegung. Was man allerdings auch sagen muss, wir haben noch richtig, richtig viel Platz bis zur 200-Tage-Linie. Und das ist eben anders als beim Nasdaq-Index, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Das heißt also, wenn wir das uns hier anschauen, das hier ist so ungefähr der Bereich, wo der DAX reinlaufen könnte, wenn es optimal läuft. Das ist so zwischen 11.600 und 12.200 Punkte. Das würde allerdings voraussetzen, dass der Nasdaq schon fast wieder an den Jahreshochs ist und dass der S&P die 200-Tage-Linie locker, locker hinter sich gelassen hat. Ihr seht also, wenn man das vergleicht, DAX zu S&P, wo wir relativ dicht drin sind, also wirklich schon in dieser Zone sind, und dagegen dann den Nasdaq, dann ist hier ganz klar, und das ist auch das, was wir in den letzten Wochen immer wieder und immer wieder gesagt haben, achtet darauf, dass ihr immer in den stärksten Märkten auch tatsächlich Long-Positionen habt und in den schwächsten eben, wenn möglich ist, entsprechende Shorts macht. Wenn es nicht möglich ist, weil der Markt nach oben läuft, okay, gar kein Problem. Aber wenn der Markt kippt, dann lieber in den schwachen Märkten Short gehen als entsprechend in den Long-Märkten. Und das ist auch wichtig, weil ich möchte euch jetzt ein Beispiel zeigen für Öl. Ich habe hier den ETF rausgesucht, den USO. Und da kann man wirklich sehr, sehr gut sehen, was es bedeutet, wenn man einen schwachen Markt hat. Und hier sieht man auch sehr, sehr schön, dass der Markt hier eben, wie es rot ist, die 200-Tage-Linie, kommt hier nach unten, läuft hier nach oben. Wirklich sehr, sehr stark hier diese Abverkäufe, die wir hier dann am Ende des Tages gesehen haben. Und dann hier jetzt nochmal unter die 4-Dollar-Marke bei dem ETF. Das heißt, wir haben hier einen wahnsinnigen Abverkauf, wenn wir uns das anschauen, hier vom Hoch. Ich gehe mal, messe das mal hier prozentual, damit wir das mal so einordnen können. Wir haben hier wirklich einen Abverkauf von Anfang des Jahres von 70%. So, und was jetzt natürlich viele Private machen, und da möchte ich so ein bisschen gegensteuern oder zumindest was Verständnis dafür wecken. Es nützt halt nichts zu glauben, naja, wenn wir wissen, okay, Öl ist jetzt derzeit so günstig, wie es schon lange nicht war, und wir können Öl für unter $20 kaufen, das Barrel, und wir wissen ja, dass Öl auch mal auf 80 oder 100 steigt. Das heißt, eine Vervierfachung, eine Verfünffachung, eine Versechsfachung des eingezahlten Geldes. Und das stimmt eben nicht, weil in diesen ETFs natürlich verschiedene Futures drin sind, und diese Futures haben immer so diese Geschichte, dass wir bei Öl Lagerkosten haben, also Finanzierungskosten und Lagerkosten. Und das ist etwas, was viele, viele Trader eben vergessen. Natürlich profitiert man mit einem solchen ETF davon, wenn die Ölpreise steigen. Aber sie müssen relativ zeitnah steigen. Das heißt, es nützt nichts, wenn der Ölpreis sich nächstes Jahr verdoppelt, verdreifacht, sondern es muss halt sehr, sehr schnell gehen. Ich meine jetzt nicht innerhalb von 3, 4, 5 Tagen, aber dann doch schon innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Wochen, damit man davon wirklich stark profitiert. Ansonsten verläuft sich das so, nämlich die Finanzierungskosten und eben die entsprechenden Lagerkosten. Das wollte ich nur noch mal mitgeben, weil ich gerade in den letzten 2, 3 Tagen immer wieder mal Anfragen zu diesem Thema bekommen habe. Und da habe ich gesagt, das greife ich hier gerne mit auf, weil nicht, dass man sich wundert, dass der Ölpreis vielleicht ein bisschen steigt, aber man selber eigentlich gar nicht so stark davon profitiert, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Ein anderer Rohstoff, der immer wieder stark im Gespräch ist, ist natürlich Gold. Und habe ich euch auch den ETF rausgesucht, den GLD. Könnt ihr natürlich auch über jeden CFD natürlich entsprechend umsetzen. Auch hier sehr schön zu sehen. Wir sind eigentlich total stark gewesen, und dann sind wir aber im März mit dem Abverkauf an den Märkten ist auch der Goldpreis gefallen. Und das ist eigentlich für viele verwunderlich. Weil man sagt doch eigentlich, wenn Aktienmärkte fallen, dann sollten doch Rohstoffe wie Gold und Silber davon eher profitieren. Und es ist auch grundsätzlich so. Also langfristig gesehen sehen wir genau dieses Bild, dass wenn Aktienmärkte besonders stark sind, dann fällt im Regelfall der Goldpreis und umgekehrt. Wir haben auf der anderen Seite allerdings auch das Phänomen, wenn wir in Crash-Märkte kommen und die Leute plötzlich raus wollen aus den Finanzmärkten, also aus Aktien, weil sie vielleicht sich überhebelt haben oder auch einfach ganz normal nur raus wollen, dann verkaufen sie häufig alles. Und egal, ob das Aktien sind, ob das Anleihen sind, ob das Gold ist oder Öl. Das heißt, all diese Dinge,
geraten dann gleichzeitig unter Druck. Wenn dann die Vernunft wieder einsetzt und die Händler mit den großen Taschen wieder anfangen zu handeln, die nutzen solche Sachen natürlich sehr, sehr gerne. Und wir sehen die Bewegung, die nach diesem Ausverkauf gekommen ist, dann auch mit 20% sehr stark zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr 17% plus vom Tief. Das heißt, auch da wirklich immer drauf aufpassen, baut euch eine Strategie, wie ihr von solchen starken Schwankungen in den einzelnen Märkten halt profitieren könnt. Das ist eben extremst wichtig, weil das ist ja nicht vorherzusehen, dass so eine schnelle Abwärtsbewegung kommt und wann die auch wieder ins Gegenteil geht. Aber als Investor kann man daraus natürlich sehr, sehr gut eine Strategie bauen, dass man sagt, okay, wenn wir so einen solchen Rückgang haben oder der Goldpreis auf ein bestimmtes Niveau fällt, dann steige ich ein. Denn anders als beim Öl haben wir hier natürlich nicht so viel mit den Lagerkosten zu tun, weil für 10.000 Euro Gold zu kaufen, das kann man mehr oder weniger ja mit sich rumtragen. Öl für 10.000, das wird schwierig. Das heißt also, da muss man ganz klar sagen, da sieht man diese Dinge mit diesen Lagerkosten und die haben halt einen extremen Einfluss auf den entsprechenden Preis. Okay, dann kommen wir weiter zu den Märkten, die besonders spannend sind. Wie gesagt, wir haben gesagt, der Nasdaq-Index ist ein Markt, wo wir derzeit auf der Long-Seite suchen können, während wir auf der DAX-Seite im deutschen Markt eher auf der Short-Seite agieren wollen. So, dann lade ich mal gerade die Nasdaq-Liste einmal rein. Und da werdet ihr sehen, dass es sehr, sehr viele Titel gibt, die sehr stark sind und auf der anderen Seite auch entsprechend viele Titel, die unter Druck sind. Und wir suchen natürlich die, die genau wie der Index besonders stark sind und am besten sogar noch Titel, die möglichst an den Jahreshochs oder an den Allzeithochs kleben. Und ich weiß aus vielen Telefonaten mit Kunden auch, die wir in der Jahresbetreuung haben, dass natürlich viele die gefallenen Engel handeln möchten. Das heißt Aktien, die sehr, sehr stark unter Druck geraten sind. Das kann auch mal Sinn ergeben. Ich hatte ja vorhin mal gesagt, dieses Beispiel mit Marriott beispielsweise, die hier sehr stark hier unter Druck geraten sind. Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier alleine in den letzten paar Wochen von Februar 67% verloren, sind von ungefähr 150 auf unter 50 gefallen und dann in so einem Rebound natürlich diese 100%. Das ist immer das, was möglichst alle machen wollen, also diesen Rebound zu kriegen, die 100% bringen. Aber da muss man wirklich ein gutes Feeling haben, weil viele Aktien eben nicht diese starke Bewegung dann machen. Denn wenn wir uns zum Beispiel dazu im Gegensatz die Lufthansa-Aktie anschauen, da sehen wir, die macht diese Gegenbewegung eben nicht. Natürlich ist die auch hier von 8 Euro auf 10 hoch. Okay, es sind auch 25%, aber die haben wir eben auch in anderen Aktien. Das heißt, aus meiner Sicht macht es viel mehr Sinn, eben nicht nur nach diesen gefallenen Engeln zu schauen, sondern viel mehr nach Titeln, die besonders stark sind und die Profiteure vielleicht sind. Und die finden wir halt hier entsprechend im Nasdaq-Index. Wenn wir uns das anschauen, hier die Aktie, wenn wir auf Jahressicht schauen, also die Aktie ist am Hoch angekommen, hat hier die 200-Tage-Linie getestet und ist dann sauber nach oben gelaufen, korrigiert jetzt gerade, was für uns als Händler natürlich total spannend und gut ist, denn Aktien, die in der Korrektur sich befinden, bieten uns die Möglichkeit, hier nochmal super einzusteigen. Wir sehen das ja hier, ist das alte Hoch gewesen bei ungefähr 65, da ist der Markt rangelaufen an diesen Bereich, hat hier diese Umkehrkerze ausgebildet und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, mit welchem Setup möchte ich hier dann agieren. Das heißt also, welches Setup könnte hier vielleicht Sinn ergeben, entweder die Umkehrkerze, die wir hier sehen, die zu nutzen für einen entsprechenden Trade oder hier im Stundenchart genau zu schauen, okay, welche Möglichkeiten gibt es da? Und das können wir ja auch mal hier einfach machen, dass man einfach sagt, okay, hier habe ich jetzt die Stunde, hier ist das Gap nach unten, der Markt läuft hier unten ran. Und wenn es jetzt hier einen Trend gibt, der hier jetzt wieder nach oben zeigt, dann hätte man zum Beispiel die Möglichkeit, dann eben entsprechend aus der Korrektur heraus hier einen Trade einzugehen.
Und das ist, glaube ich, das, wo es halt vielen immer wieder dran fehlt, ist dieses Gefühl dafür zu bekommen, nicht am absoluten Hoch zu kaufen, also nicht erst, wenn der Markt hier oben drüber ist, sondern möglichst in der Korrektur, also entweder in diesen Zonen hier, wo der Markt zurückläuft, wobei man da natürlich immer schauen muss, wie komme ich da dran, kriege ich einen passenden Stop, weil das ist natürlich entsprechend wichtig, denn wenn ich hier einen Tageschart habe, dann ist der Stop natürlich schon ein ganzes Stück weg. Aber wenn ich im Stundenchart bin, dann kann ich das relativ gut häufig umsetzen. Deswegen, das ist zum Beispiel auch ein Titel, den ich dann recht gerne auf die Watchlist legen würde. Ein weiterer Titel ist die Aktie Amgen. Auch hier, die ist noch nicht ganz am Hoch angekommen, wenn wir uns das anschauen. Sieht aber trotzdem schon sehr, sehr gut aus. Kommt hier auch sehr, sehr schön von den Tiefs wieder zurück, hat die 200-Tage-Linie dann nach oben genommen. Man sieht hier, das ist eigentlich auch immer der spannende Bereich. Also man läuft hier dran, kommt zurück, geht drüber, geht nochmal drauf und erst dann sehen wir hier, dass es hier zu einer starken Bewegung kommt. Jetzt ist auch hier super, super spannend, weil die Aktie hat hier diese Abwärtsbewegungen, die hier im Markt sind, natürlich alle schon mal rausgenommen. Das heißt also, wenn wir uns das anschauen, der Markt ist hier sauber nach unten gelaufen. So, das haben wir alles hinter uns gelassen, haben wir einen sauberen Trend nach oben entwickeln können. Was ein bisschen problematisch jetzt sein könnte, ist hier dieses Hoch, was hier oben ist. Das heißt, das ist hier mehrfach angelaufen worden, so um die 240, 244. Wir haben nicht mehr viel Platz bis dahin. Das heißt, wenn ich hier in den Titel einsteigen möchte, dann muss ich das entweder so machen wie vorhin bei ATVI, warten, bis wir durch diese Widerstände durch sind oder eben entsprechend aus der Korrektur heraus, wenn man noch nicht in dem entsprechenden Titel positioniert ist. Adobe kommt auch wieder hoch. Das sieht man also auch hier sehr schön von den Tiefs zu den Hochs entwickelt sich das, wobei das hier eben nicht so dynamisch ist wie bei den Aktien, die wir uns vorher angeschaut haben. Und das ist eben auch so wieder der Punkt, auf den ich immer schaue. Wie viel Dynamik ist hier eigentlich in den einzelnen Titeln drinne? Das heißt, ich versuche immer die Titel dann am Ende des Tages auszuwählen, wo ich dann sagen kann, okay, das macht hier wirklich Sinn, weil wir hier einfach so schnell nach oben ziehen. Und deswegen suchen wir halt auch immer, auch innerhalb des Screening-Dienstes, halt die Titel aus, die besonders stark sind. Und das gehört zum Beispiel nicht dazu, weil es gibt so Statistiken, die ganz klar belegen, wenn man Titel hat oder auch, es gilt auch für Indizes, die oberhalb des 200er EMAs verlaufen, deutlich, deutlich besser und sauberer performen, als das beispielsweise unterhalb des Ganzen ist. Carsten fragt gerade, wie kann man die Dynamik messen? Ist eigentlich relativ einfach. Du musst dir halt einen bestimmten Fixpunkt nehmen, zum Beispiel das letzte Tief, und kannst von dort aus eben sagen, okay, wie stark ist denn der Anstieg, den wir hier gesehen haben? So, wenn wir hier sehen, okay, die Aktie ist hier 33% gestiegen, dann ist das erstmal ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wir wissen allerdings, dass der S&P auch diese prozentualen Bereich nach oben gemacht hat. Das heißt, wir sind hier nicht stärker unterwegs gewesen als der Gesamtmarkt. Und wenn wir dann auf der anderen Seite schauen, ist die Aktie stärker als der Nasdaq unterwegs, dann muss man auch ganz klar attestieren, nein, ist sie nicht, weil der Nasdaq ist schon oberhalb der 200-Tage-Linie. Also das sind so diese Dinge. Also es gibt beim Trading, das macht das Trading am Ende des Tages auf der einen Seite so spannend, aber dann doch auch für viele so schwierig. Es ist eben nicht so wie in der Mathematik, dass man sagen kann, wenn A so ist, dann muss das andere auch so sein. Und das ist so ein bisschen die Krux am Trading lernen. Also Tag und Stunde zu handeln, das kriegen die meisten relativ gut hin, also zumindest wenn die Märkte in ruhigem Fahrwasser sind. Intraday Trading ist wahnsinnig schwierig, weil wir ganz, ganz viele Variablen im Trading haben. Und ich freue mich immer über jeden, der das sehr gut hinbekommt, sehr viel Spaß hat, seinen eigenen Handelsplan hat. Aber es ist eben deutlich schwieriger als der Handel auf Tag, Stunde und gerade jetzt in diesen Wohler-Märkten, in denen wir uns befinden, eben auch. Das heißt also auch beim Screening-Prozess ist es immer wichtig, sehr genau zu schauen, okay, das, was du auch gerade fragst, also wo kann man das dran messen, sind eben nicht nur einzelne Punkte, sondern wirklich viele Kleinigkeiten, eben wie stark ist die derzeitige Bewegung, vor allen Dingen im Vergleich zu den Indizes, die wir eben haben. Also da würde ich persönlich halt möglichst immer drauf achten.
Autodesk sieht da schon ein ganzes Stück besser aus. Auch hier ist diese Abwärtsbewegung, die wir hier hatten, zwischenzeitlich in einen schönen Aufwärtstrend übergegangen. Wir haben hier uns auch ein paar Tage an der 200-Tage-Linie aufgehalten und kommen jetzt langsam nach oben. Wenn wir das vergleichen mit ATVI, das ist eben das, was wir immer machen, dann sehen wir einfach, dass die Aktie hier deutlich, deutlich besser aussieht. Und das ist eigentlich das, was wir auch in der 90-Tage-Trader-Ausbildung immer uns genau anschauen. Also kriegt ein Gefühl dafür, was läuft besser oder was läuft schlechter. Und das ist eben das Ding. Also wenn ihr die beiden Aktien miteinander vergleicht, würde ich sagen, okay, die eine Aktie sieht einfach besser aus als diese hier. Und deswegen würde ich die jetzt beispielsweise dann nicht entsprechend auf die Watchlist legen. Der Gesundheitssektor im Moment stark gefragt, bleibt auch gar nicht aus in der jetzigen Phase, weil natürlich viel, viel Geld jetzt gerade in den Pharmabereich reinfließt, aufgrund natürlich der Situation Covid-19. Es geht um Medikamente, es geht um Impfstoffe, all das. Und das merkt man einfach, dass hier sehr viel Musik derzeit drin ist. Hier wäre es mir allerdings noch deutlich zu früh, um hier neue Positionen aufzubauen. Ähnlich ist es bei Applied Materials. Auch hier 200-Tage-Linie, haben noch keinen deutlichen Mehrwert gegenüber dem gesamten Markt feststellen können. Ja, und hier American Airlines. Macht euch mal selber ein Bild. Welchen Grund sollte es geben, hier einen solch gefallenen Engel kaufen zu wollen? Wir haben vorhin gesagt, natürlich gibt es Aktien, die schnell mal 50, 100% von unten aus machen. Und auch hier sieht man natürlich, dass hier auch mal so eine schöne Bewegung gekommen ist. Aber es sind auch nur 2, 3 Tage. Und man muss halt auch dann erkennen, okay, wann kommt sowas? Und man sieht eben, wenn die großen weißen Kerzen hier sind, hier auch, dann ist am nächsten Tag eher Ende. Dagmar schreibt schon, eher auf Short warten. Genauso würde ich sehen, tatsächlich, Dagmar, weil die Aktie hat jetzt von den Tiefs, wenn wir uns das anschauen, hier mal gerade 20% gemacht. So, wenn wir jetzt sehen, der S&P hat über 30% gemacht. Das heißt, das ist halt ein deutlicher Underperformer. Das heißt, die Aktie ist halt wirklich hart gebeutelt. Wir wissen natürlich, dass gerade amerikanische Fluggesellschaften natürlich auch staatlich unterstützt werden. Das ist ja auch bei Lufthansa in Deutschland so. Nichtsdestotrotz, man sieht einfach, dass es hier deutlich, deutlich schwächer ist. Und wenn man in den Stundenchart geht, dann kann man das ja auch sehr gut sehen. Also der Markt ist hier hochgelaufen und läuft jetzt im Prinzip seitwärts. Also es ist jetzt kein richtiger Trend, den man auf der Short-Seite derzeit anfassen muss, weil wir eben hier diese Bewegung sehen. Also siehst du es ja auch hier. Wir haben das ja auch schon oft besprochen. Also der Markt kommt hier zwar runter. Man könnte jetzt ja auch den kleineren Trend hier handeln, wenn man das möchte, so diesen hier. Aber es ist noch nicht so viel Dynamik da. Warum nicht? Nun ja, die Aktie hat hier diesen Korrekturtrend noch nicht beendet. Und das ist eben so am Ende des Tages immer das, worauf wir ja auch immer sehr viel Wert drauf legen, diese Bewegung hier, diese Korrektur. Wenn man sich das anschaut, das ist die starke Abwärtsbewegung, dann der Markt nach oben geschossen, hat hier im Prinzip noch nicht wirklich Fahrt aufgenommen. Das, glaube ich, wird erst passieren, wenn die Aktie wieder unter die 10-Dollar-Marke fällt. Dann könnte es allerdings sehr, sehr schnell gehen. Wobei wir sicherlich auch noch bessere, spannendere Short-Titel finden, Dagmar. Aber das wäre zum Beispiel bei eher ein Titel, den ich dann eben eher auf der Short-Seite anfassen würde und eben nicht auf der Long-Seite. Ähnliches Bild auch hier, also da, wo nichts viel zu sagen ist, also gehe ich dann auch relativ schnell drüber. Auch hier würde ich eher abwartend sein. AMD, hier sieht es ganz anders wieder aus. Ihr seht, erkennt das Muster schon, also der Markt läuft halt hier doch sehr, sehr schnell nach oben. Und das ist eigentlich genau das, was wir am Ende des Tages halt versuchen, immer wieder zu finden. Aktien, die sehr viel Dynamik aufbauen und sehr schnell dann nach oben laufen. Und das ist auch nochmal, um eines der Parameter zu zeigen, nachdem Carsten vorhin gefragt hat, die Aktie hat halt vom Tief zum Hoch jetzt halt entsprechend dann deutlich, deutlich mehr gemacht, nämlich über 50%. Und das ist eben entsprechend das, worauf ich hier halt dann tatsächlich achte. Dann natürlich eine Aktie, die seit Tagen natürlich in jedes Depot gehört, die Amazon-Aktie.
Wir haben schon viel auch bei uns intern darüber gesprochen, warum die Aktie überhaupt so stark unter Druck geraten ist. Das haben wir gar nicht verstanden, weil Amazon ja eigentlich einer der größten Profiteure dieser Krise ist. Und ich glaube, auch nach der Krise wird Amazon gestärkt aus dem Ganzen herauskommen. Warum? Zum einen natürlich profitiert Amazon natürlich aus den letzten Wochen, dass überall, das ist ja nicht nur in Deutschland oder in den USA so, sondern auf der ganzen Welt, dass viele Geschäfte geschlossen haben. Viele Produkte sind über dem normalen Weg zumindest zeitweise nicht kaufbar gewesen. Das Ganze ist dann natürlich entsprechend möglich gewesen über Amazon. Das heißt, da konnte man ganz normal einkaufen. Natürlich gibt es auch Produkte, die dort deutlich teurer waren, als sie vielleicht üblich waren, aber man konnte fast alles bekommen. So, und Amazon hat dann vor, ich glaube, 2 Wochen war das oder 3 Wochen, dass sie 100.000 neue Mitarbeiter einstellen möchte. Und dann kam nochmal, ich waren 70 oder 75.000, die nochmal neu eingestellt werden sollen. Das heißt, man sieht, die profitieren enorm von dem, was hier gerade passiert. Und dann kommt noch dazu, dass wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, dass man etwas online bestellt, und ich habe mich sehr, sehr lange dagegen gewehrt, online Dinge zu bestellen, auch bei Amazon. Ich mache das auch erst seit 2 Jahren oder 3 Jahren, weil ich einfach festgestellt habe, dass es so reibungslos alles funktioniert. Und wenn man erstmal dabei ist, dann gibt man das so schnell nicht wieder auf. Und ich weiß dann nicht, warum muss ich dann erst eine Dreiviertelstunde in die Stadt fahren, mir einen Parkplatz suchen und, um dann irgendwo einkaufen zu müssen, wenn ich das auch online bestellen kann. So, und das, davon profitieren wir halt enorm. Und deswegen glaube ich auch, dass das langfristig ein sehr, sehr gutes Investment ist und tradingmäßig oder als Tag-Stunden-Händler natürlich auch. Allerdings nicht jetzt auf diesem Niveau. Sehr schön wäre es, wenn der Markt tatsächlich in den nächsten Tagen etwas zurückkommt, was auch nicht ungewöhnlich wäre. Wir hatten letzten Freitag kleinen Verfallstag. Das ist nicht ungewöhnlich, wenn in den darauffolgenden Tagen der Markt etwas Luft holt. Wir haben das heute Nachmittag ja auch schon zwischenzeitlich mal gesehen gehabt. Wenn der Markt hier dann in den Bereich von 2200, 2250 Punkte nochmal zurückkommen sollte, dann würde ich auch hier versuchen, neue Positionen aufzubauen. Ich würde sagen, ich stelle vielleicht noch 3, 4 Werte vor und dann beantworte ich auch gerne Fragen von euch, damit wir hier wieder ein gutes Misch bekommen. So, Technologie, wie gesagt, finde ich total spannend im Moment. Auch hier sehen wir, dass die Dynamik deutlich zugenommen hat, aber wir haben auch hier erst 30% von den Tiefs etwa gemacht. Das heißt, die Aktie ist hier eben nicht deutlich stärker als der Gesamtmarkt und von daher werde ich auch hier erstmal die Aktie nicht auf meine Watchlist setzen. Hier sieht es dann schon ganz anders aus, weil wir sind oberhalb des 200er EMAs und auch hier von den Tiefs zu den Hochs sind wir halt bei 50%. Das heißt, also da sieht man schon, es gibt schon ein paar Titel, die sind wirklich, wirklich spannend. Und hier wiederum Broadcom halt entsprechend nicht. Baidu sieht es auch ähnlich aus, viel, viel, viel zu schwach. Und Biogen, ich gehe ja mal ein bisschen weiter zurück, damit man das auch mal sieht, vielleicht auch nochmal in einer anderen Zeiteinheit, damit man mal sieht. Das ist so eine Aktie, da würde ich mich jetzt beispielsweise sehr, sehr schwer tun, obwohl der Trend eigentlich sehr gut aussieht. Aber wir haben hier, wenn wir uns das anschauen in der Aktie, einen massiven Widerstand zwischen 370 und 390 US-Dollar. Ja, ihr habt recht, es sind noch 10% bis dahin und ja, es könnte auch sein, dass der da durchgeht, aber mir würde es reichen, einzusteigen, wenn der Markt durch dieses Hoch ist, also durch dieses massive Hoch. Denn wir haben in der Aktie, ist eigentlich eine sehr gute Range-Aktie. Range-Aktie bedeutet, wir haben eine feste Ober- und Unterseite. Das heißt, immer wenn die Aktie unter 220 fällt, ist es eigentlich fast immer, oder das 425 fällt, fast immer ein Kauf in den letzten Jahren gewesen. Und auf der anderen Seite, wenn die Aktie ja sich fast verdoppelt hat, dann war es wiederum gut, hier seinen Ausstieg zu finden. Und das ist eben das, was man auch unterscheiden muss, was auch gerade für Intraday-Trader ganz, ganz wichtig ist. Markttechnischer Handel funktioniert in sauberen Märkten, also die sehr sauber long-lastig sind, sehr sauber short-lastig sind, funktioniert das perfekt. Schwierig wird es immer in Range-Märkten, so wie jetzt hier beispielsweise bei Biogen. Und das
trifft vor allen Dingen die Daytrader, weil als Daytrader hat man nicht oder ganz selten, dass es den ganzen Tag immer in die gleiche Richtung läuft. Das sind diese sogenannten Trendtage. Da gibt es das und natürlich ist es auch wichtig zu erkennen, wie kann man diese Trendtage erkennen. Aber grundsätzlich befinden wir uns halt auf Tagesbasis gerade in den Indizes eher in Range-Märkten und all diese Dinge muss man natürlich eben entsprechend berücksichtigen und eine Range hier wie bei Biogen wird natürlich komplett anders gehandelt als eben eine Aktie wie Amazon, die ganz, ganz wenig Ranges ausbildet, sondern wirklich immer nur nach oben wegläuft. Und das ist eben die große Herausforderung für die Trader, da einfach drauf zu achten. Vielleicht noch mal kurz Blick auf den deutschen Markt, weil wir gesagt haben, wenn der Markt in eine Korrektur geht, dann würde ich natürlich möglichst auch eher im deutschen Markt nach Titeln suchen, die schwach sind. Sorry, dass ich immer zwischendurch ein bisschen husteln muss, aber das ist immer noch so die Nachwirkungen der Allergie zurzeit. Welche Titel machen da Sinn? Und ihr seht das hier schon in Rot gekennzeichnet. Ich gehe auch mal nur auf diese Titel drauf, damit wir genügend Zeit gleich haben. Das ist natürlich zum einen der Bankenbereich. Die Deutsche Bank ist massiv unter Druck geraten, hat die Hälfte des Wertes verloren innerhalb kürzester Zeit. Kann man hier ganz gut sehen von der 10 oben hier herunter. Die technische Gegenbewegung war dann allerdings auch sehr stark, aber die Aktie schafft es nicht und das ist eben wieder dieses sehr genau darauf achten, schafft es eben nicht über die 200-Tage-Linie zu springen, das eine, aber was noch viel krasser ist, der DAX hat es geschafft, hier in der nächsten Welle hier wieder also einen Trend nach oben aufzubauen und das ist hier in der Aktie eben nicht passiert. Das heißt, das sind alles Dinge, auf die man als Händler achten muss, wenn man profitabel traden möchte. Und deswegen sich nur mit Theorie auseinanderzusetzen, ist total spannend und wichtig, aber es ist eben auch genauso wichtig, das Ganze zu hinterfragen und immer wieder abzugleichen mit anderen Dingen. Das heißt, die ist nicht besonders stark. Welche Information steckt aber da drin, wenn die Aktie nicht stark genug ist, um die 200-Tage-Linie zu knacken und es vor allen Dingen nicht schafft, wenn der DAX höher gelaufen ist zwischenzeitlich als die Aktie? Was bedeutet das für uns? Als Trader bedeutet das doch am Ende des Tages, wenn die Aktie nicht zu den starken Aktien gehört, dann ist sie entweder gleich wie der Index. Nein, ist sie nicht, weil der Index hat diesen Trend ausgebildet. Das heißt, sie ist schwächer als der Index. Und das war ja auch vorhin die Frage, die mal von Dagmar gekommen ist. Da war es in dem Fall eine Fluggesellschaft gewesen, aber hier zum Beispiel auch klar zu erkennen, die Aktie ist deutlich schwächer. Das heißt also auch hier, wenn die Aktie hier unter die Tiefs geht bei 45, glaube ich, dass wir hier sehr stark wieder Druck auf der Short-Seite bekommen. Und ähnlich ist es hier auch bei E.ON. E.ON hat in der Korrektur auch hier in dieser Abwärtsbewegung relativ stark abgegeben, ist dann allerdings sehr schnell an die 200-Tage-Linie zurückgelaufen, baut jetzt allerdings auch wieder Druck auf der Unterseite auf und das, obwohl der Markt im Großen und Ganzen heute gar nicht so schlecht steht. Das heißt also, hier kommen wir auch nicht wirklich nach vorne. Ist jetzt nicht einer meiner Favoriten, wo ich sage, da springe ich aus der Schuhe, um hier Short zu gehen, aber es ist eben auch kein Kandidat für Long. Lufthansa, guter Vergleich, was wir vorhin gesehen haben zu AAL, sehr, sehr schwach unterwegs und hier kann man auch, wenn man in die Stunde geht, dann auch schon deutlicher den Trend sehen, der wieder nach unten geht. So, und das ist ja genau das, was wir suchen. Also diese starken Bewegungen nach unten. Der Markt ist hier dann auch sehr schön nach unten weggelaufen. Hier kann man das ganz gut sehen. So. Das war diese Abwärtsbewegung. Dann kam hier wieder diese technische Gegenbewegung hier. Das heißt, dieser Stopp wird hier einfach rausgezogen. Dann kommt hier diese Bewegung, die nach oben ist. Und wenn diese wieder ausläuft, dann haben wir wieder die Chance, dann entsprechend hier einen Short zu bekommen. Und das wird wahrscheinlich im Einklang damit gehen, wenn der DAX unter Druck gerät. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Position, die ich dann wieder auf der Short-Seite aufmachen werde. Wir haben sie im Screening-Dienst immer wieder und immer wieder gehandelt. Und jetzt wäre es für mich eben hier, wenn die Aktie hier herunterkommt, dann möchte ich die halt gerne auf der Short-Seite sehen. Ihr seht also, wir versuchen in einer Phase wie jetzt möglichst bei uns im Handelsbüro einen marktneutralen Ansatz zu fahren. Das heißt, wir suchen Aktien auf der Long-Seite, wir suchen Aktien auf der Short-Seite und versuchen diese dann entsprechend umzusetzen. Zweite Möglichkeit wäre, einfach die Füße stillhalten. Ich weiß, das fällt vielen wahnsinnig schwer, in einem solchen Marktumfeld nichts zu tun.
Es kann allerdings manchmal besser sein, in solchen Phasen am Anfang zuzuschauen oder es erst in Demo zu machen, bevor man es dann übertreibt. Ansonsten, wie gesagt, sucht euch die starken Titel aus. Da macht es deutlich, deutlich Sinn. Und dann eben auf der anderen Seite, eben wenn der Markt nach unten wegrutscht, dann eben dann wieder in den schwachen Titeln. Und wir sehen es hier auch schon in MTU. Dagmar hat es auch schon geschrieben. Auch wieder so eine Aktie, die schafft es einfach nicht. Die hat zwar auch hier eine schöne Aufwärtsbewegung gemacht, aber am Ende des Tages hat sie auch 2/3 an Wert verloren. Und das darf man hier einfach nicht vergessen, wenn man sich das anschaut. Die war mal bei knapp 300 hier oben gewesen an der Marke und dann hier bis zum Tief wirklich über 60% verloren. Klar, dann hat die natürlich auch hier diesen schönen Gegenbewegung gehabt. Sind jetzt aber auch wieder schon dabei, dass diese Gegenbewegung ausgelaufen ist, also ähnlich wie das, was wir bei Lufthansa gesehen haben. Hier geht es einfach nicht nach unten und aber auch nicht nach oben. Das heißt, wir sind jetzt hier in dieser Seitwärtsphase drinne, aber wir kommen nicht hoch. Also wenn wir diese Aktie im Vergleich zum DAX nehmen und die Lufthansa sieht ja ähnlich aus, und prägt euch mal dieses Bild ein und ich gehe dann noch mal in den DAX, damit ihr einfach mal diesen krassen Unterschied seht. Hier haben wir diesen Trend, der nach oben geht. Und wenn wir aber auf der anderen Seite hier sind, dann haben wir diesen eben nicht. Und so ist es bei Lufthansa eben auch. Und das ist eben das, was wichtig ist. Deswegen müsst ihr einfach oder solltet ihr immer darauf achten, vergleicht es immer mit dem, was es sonst noch gibt im Markt. Und wir nutzen halt viele dieser kleinen Ansätze, die uns helfen, eben Aktien gut herauszusuchen. Wir schauen, haben wir saubere Trends, sind wir grundsätzlich nach dem Sechs-Phasen-Modell eher auf der Long-Seite oder eher auf der Short-Seite. Und dann bauen wir eben so wie in einer Phase wie jetzt, wo wir zum Teil marktneutral sind, dann eben entsprechend nicht nur Longs auf, nicht nur Shorts, sondern versuchen hier möglichst eine Long-Short-Strategie zu fahren. So, jetzt gucken, muss ich mal gerade bei den Fragen schauen. Markus fragt, was ist ein Korrekturtrend? Ein Trend auf einer untergeordneten Zeiteinheit gegen die etablierte Richtung oder zweitens ein Trend unterhalb des EMA 200 oder beides? Also erstmal hat der EMA gar nichts damit zu tun, ob wir einen Korrekturtrend haben oder nicht, sondern der 200er EMA dient erstmal grob erstmal so als Richtschnur, ob der Aktie oder der Markt in eine bestimmte Richtung läuft. Wir hatten das ja vorhin gehabt, wenn wir das hier nochmal uns beim Öl anschauen. Wir sind unter dem 200er, sehen wir hier ganz klar, okay, hier macht die Short-Seite einfach viel, viel mehr Sinn. Hier gab es auch mal Phasen, wo die Long-Seite halt viel mehr Sinn gemacht hat und hier war es wieder die Short-Seite, die mehr Sinn gemacht hat. Das heißt, als grober Anhaltspunkt ist diese 200-Tage-Linie halt erstmal da. So, und wenn wir jetzt hier in diesem Trend einfach bleiben, dann ist, zeichne das nochmal ein, ich nehme mal die Zeichnung kurz raus und zeichne es jetzt nochmal unterschiedlich. Also, das ist die Bewegung, die nach unten geht. Und das ist eine Bewegung. Und das ist eine Bewegung. Und das ist eine Bewegung. So. Und das in Grün sieht man halt entsprechend die Korrekturen. So. Und das hat eben nichts damit zu tun, ob man jetzt oberhalb des EMAs ist oder unterhalb, sondern es geht einfach immer darum, Bewegungen sind immer länger als die Korrekturen, also von der Strecke her. Denn ansonsten hätten wir einen Trendbruch zwischenzeitlich, so wie wir das hier dann einmal hatten, dass der Markt hier über das Hoch hinweggeschossen ist. Aber ansonsten ist immer zu erkennen, dass die Korrekturen viel kürzer sind und deswegen ist der Korrekturhandel gerade auf Tag und Stunde im Regelfall für den entsprechenden Händler auch nicht profitabel oder in den seltensten Fällen wirklich richtig profitabel. Für den Daytrader sieht es anders aus, für jemanden, der Intraday handelt, da kann das natürlich Sinn machen, so eine technische Gegenbewegung zu nutzen, weil das sind dann eben doch mal schnell 10, 20%. Aber für den Swing Trader im Regelfall nicht, denn wenn man sich diese Phase anschaut, wo der Markt hier eben entsprechend vom Tief zum Hoch, ich gehe mal hier rüber, 30% gemacht hat, wenn ihr euch das im Stundenchart anschaut, werdet ihr im Regelfall da gar nichts großartig von mitkriegen. Also wenn wir uns das hier anschauen, den Bereich, guck mal gerade, ob ich da so weit zurückkomme hier. Ja, da ist es. So, das heißt, man hat hier das Tief. Und man bekommt aber gar nicht diese Bewegung nach oben gefasst, weil
Es geht, schießt halt einfach nur so kurz nach oben und das war es schon. So, und deswegen ist es einfach so schwierig, Korrekturen profitabel zu traden, wenn man im Swing Trading auf Tag und Stunde unterwegs ist. Deswegen sage ich immer, lasst die Finger raus vom Korrekturhandel auf dieser Zeiteinheit. Das macht halt wenig Sinn, sondern es macht einfach nur Sinn, wenn man tatsächlich in den untergeordneten Zeiteinheiten, beispielsweise 5-Minuten-Chart oder Minuten-Chart, das Ganze dann entsprechend umsetzt. Allerdings, und das ist wichtig, ich weiß, dass das wahnsinnig viel Spaß macht, da zu traden, egal ob man erfolgreich ist oder nicht, aber am Ende wollen wir ja alle Geld damit verdienen. Das heißt, es macht eigentlich nur Sinn, wenn wir traden und auch profitabel sind. Und deswegen ist es so wichtig, genau zu wissen, was man im Stundenchart tut oder im Minutenchart, denn der Handel auf Minute ist halt trotz aller Regeln, die erstmal alle gleich sind, gibt es halt viele, viele Dinge, die man zusätzlich beachten muss im Intraday-Handel. Und das ist dann auch unabhängig davon, ob man Indizes handelt, Rohstoffe oder Aktien. Es gibt einfach viel mehr Variablen, die es uns ermöglichen, fast zu jeder Tageszeit in fast jedem Markt zu handeln. Aber wir müssen halt diese Variablen kennen und diese entsprechend umsetzen. Okay. Dann Nvidia, war die Frage. So, auch hier wieder, wenn wir mal an die Maßstäbe gehen, die wir vorhin mal aufgesetzt haben, was relativ einfach und simpel ist. Wir sind über den 200er. Yes, super. Dann, wie hat die Aktie sich im Vergleich zum Nasdaq entwickelt? Auch gut. Wir sind über dem 200er EMA. Wir haben zwischenzeitlich sogar einen sauberen Trend hier. Also auch super. Sind ganz gerade in der Korrektur, was auch gut ist für uns, weil es das uns ermöglicht, günstiger in einen Trade hineinzukommen, als wenn wir an den Hochpunkten kaufen. Und die Aktie hat hier von den Tiefs zu den Hochs über 60% gemacht. So, das heißt, wenn wir uns die Dinge anschauen, es macht einfach extrem viel Sinn, eben auf solche Werte zu achten. Und Nvidia gehört eben zu den Aktien, die ich dann eher auf der Long-Seite handeln möchte. Also sehr gute Aktie rausgesucht, Bernhard. Arne sagt, bei welchen Werten siehst du eine DAX-Trendwende? Ja, also natürlich gibt es Aktien, die im DAX gut laufen. Das ist sicherlich ganz außer Frage. Die Frage ist immer nur, möchte man tatsächlich long in einem Markt agieren, der grundsätzlich zu den Schwächeren gehört? Aber ja, ich würde natürlich auch da natürlich auf der Long-Seite dann hier auch schauen. Die Aktie nicht. Beiersdorf auch noch nicht, weil sie ist noch unter der 200-Tage-Linie. Fresenius auch nicht. Henkel auch nicht. Also das ist hier schon dünn. Hier sind wir auch an der 200-Tage-Linie. Also es ist halt wirklich schwierig. Also am Ende des Tages muss man hier wirklich einmal kurz durchgehen. Ich mache das mal sehr schnell. Ich meine, Allianz hat sich zum Glück auch wieder sehr gut erholt. Gehe mal schnell durch. Also deutsche Börse kommt langsam wieder, ist über der 200-Tage-Linie, sieht aber auch noch nicht wirklich richtig gut aus. Also guck mal, wie viele Werte wir hier durchgehen. Und wir haben noch nicht eine einzige gefunden, wo wir jetzt mit den Kriterien, die wir gerade hatten, gesagt hätten, ja, da wollen wir jetzt unbedingt hineingehen. Also das ist, wenn ich die Wahl hätte, ehrlich gesagt, Arne, ich würde lieber einen amerikanischen Titel nehmen, als eben eine deutsche, also aus dem DAX jetzt einen Titel zu nehmen. Das liegt aber so ein bisschen an meinem Handelsstil. Das geht nicht darum, dass ich nicht sage, naja, hier zum Beispiel bei Wirecard. Wir haben hier bei Wirecard einen Trend. Also die Aktie hat sich hier super entwickelt, hat 50% vom Tief zum Hoch gemacht. Das heißt, sie ist deutlich stärker als der DAX. Die Aktie ist auch schon an der 200-Tage-Linie. Die Aktie hat auch einen Trend ausgebildet. Also alles das, was uns eigentlich interessiert, hat die Aktie bis jetzt gemacht. Wenn die jetzt hier korrigiert und jetzt wieder nach oben geht, dann wäre das beispielsweise eine Aktie, die man auch auf der Long-Seite handeln kann. Ich selber tue mich allerdings schwer, Aktien in einem Markt zu handeln, der nicht so stark ist, weil die meistens dann doch nicht so stark performen, wie das bei Technologietiteln ist. Aber Wirecard wäre jetzt so eine Aktie. Dagmar schreibt noch gerade SAP. Ja, hier ist es ähnlich im Prinzip wie bei Wirecard, wobei hier die Aufwärtsbewegung nicht so stark war,
wie wir das gerade bei Wirecard gesehen haben. Denn die Aktie hat jetzt, jetziger Stand, mal so ungefähr das gemacht, was der DAX gemacht hat, ein bisschen besser. Allerdings, wir sind schon an der 200-Tage-Linie. Also das würde jetzt eher dafür sprechen. Aber grundsätzlich versuche ich mich halt immer frei zu machen von irgendwelchen, naja, ich mag die Aktie oder die sieht doch einigermaßen aus. Das reicht mir halt nicht, ne? Also ich möchte wirklich in den Aktien sein, die wirklich sehr gut aussehen, und die sind jetzt halt im Nasdaq sehr einfach zu finden, während sie eben im deutschen Markt eben sehr schwierig zu finden sind, während die Short-Titel hier eben doch relativ einfach zu finden sind. Und so versuche ich dann halt wirklich Stück für Stück da zu schauen. Wir haben ja im Screening-Dienst HelloFresh beispielsweise drin, deutscher Titel. Ist auch nicht aus dem DAX, also von daher. Also es ist deutlich, deutlich schwieriger im deutschen Markt was zu finden als im amerikanischen Markt. Dagmar fragt, schließt du ein Daytrade immer am gleichen Tag und falls ja, zu welcher Uhrzeit? Gute Frage, Dagmar. Ja, ist tatsächlich so. Also wenn ich ein Daytrade mache, ein Intraday-Trade, wie das Wort dann schon sagt, wird der an einem Tag aufgemacht und im Regelfall auch am gleichen Tag wieder geschlossen. Das wird im Schnitt mit 19 von 20 Trades so sein. Ausnahme ist eine Aktie, die ich handle, die sehr, sehr weit ins Plus gelaufen ist, egal ob auf der Long- oder auf der Short-Seite. Und ich bin in der Lage, einen Teilverkauf zu machen und dann die Restposition auf der Stunde weiterlaufen zu lassen. Wir haben da auch schon mal diese Trade-Überführung, wir haben da auch ja drüber gesprochen gehabt in der Ausbildung. Das, was wir von der Stunde überführen auf den Tag, das würde ich zum Beispiel auch im Daytrading machen, wenn ich eine Aktie habe, die sehr, sehr stark gelaufen ist, und ich sage, die passt eigentlich. Also wenn man jetzt eine Aktie hat, die, so wie Amazon zum Beispiel, die man Intraday aufgemacht hat, dann im Laufe des Tages sehr, sehr weit in den Gewinn gelaufen ist, dass man dann sagt, okay, jetzt mache ich eine Teilposition zu, die Hälfte, 60%, und den Rest lasse ich dann auf Stundenbasis weiterlaufen. Das wäre für mich so, ich sag mal, diese 5 bis 10% der Daytrades, die ich dann überführe. Das führt manchmal dazu, und deswegen macht man es auch, zu richtigen Runnern, die richtig viel Performance bringen können, weil natürlich wir mit einem kurzen Stop reingegangen sind, vielleicht von 2%, dann aber im Stundenchart oder im Tageschart nachher mit der Aktie 20, 25, 30% Performance machen. Das ist so der Hintergrund des Ganzen und macht dann am Ende des Tages dann entsprechend auch Spaß und Sinn. Ja, SAP hatten wir uns schon angeschaut. Du handelst aber als Investor. Aktien in CFDs, macht das Sinn? Gute Frage von Fred. Also ich mache beides. Also eigentlich bin ich ein dreigeteilter Händler. Ich komme ja, ich habe 1996 hier angefangen zu traden, seit 1998 hauptberuflich. Komme aus dem, ich sag mal, aus dem ganz, ganz kurzfristigen Zeitfenster. Also alles, was über eine Minute war, war für mich damals ein Langfristinvestment, weil ich sehr viel Arbitragehandel gemacht habe. Das heißt also, ich habe Tausende von Trades, Abertausende mit auf einer Zeitbasis von wenigen Sekunden gehandelt. Nachdem ich, das habe ich so ungefähr bis 2006, 2007, bis dann habe ich ungefähr 30, 40.000 Trades gesammelt gehabt, die wirklich ganz, ganz kurze Zeitfenster haben, vielleicht Minutenchart, und dann war es gut. Dann habe ich angefangen, zusätzlich das Swing Trading mit in meinen Handel aufzunehmen. Warum? Weil Swing Trading erfordert viel, viel weniger Zeit und bringt eine sehr gute kontinuierliche Performance. Nicht so stark wie das beim Daytrading. Beim Daytrading ist sie deutlich, deutlich höher, aber eben auch das zeitliche Investment ist höher. Das heißt, wenn man ein kleines Konto hat, ist Intraday-Trading super toll, weil man eben hier mit einem kleinen bis mittleren Budget relativ gute Erträge realisieren kann. Je größer das Konto ist, das ist aber auch erst in den letzten Jahren so die Erkenntnis bei mir gewesen, dass ich gesagt habe, handle ich lieber mittlere und große Zeiteinheiten. Warum? Weil ich einfach weniger Stress habe. Ich brauche nur noch, früher habe ich 14 Stunden vor dem Rechner gesessen, heute noch 3, maximal 4.
Das ist eben der Vorteil, wenn man so ein bisschen mischt, also Swing Trading macht, also auf Tag und Stunde agiert und zur Handelseröffnung um 15:30 Uhr dann vielleicht den amerikanischen Markt in den kurzen Zeiteinheiten eben entsprechend handelt oder im deutschen Markt eben morgens um 9 Uhr. Ich selber agiere zum großen Teil, das ist ja die Frage, die du schon stellst, dann natürlich häufig als Direktinvestment in Aktien, wobei eben Intraday-Handel, gerade die CFDs, super, super interessant für die meisten Trader sind. Also A, weil die Konten vielleicht nicht ganz so groß sind, das ist ja bei vielen der Fall. Und gerade wenn man unter 25.000 Dollar ist und Daytrading betreiben möchte, und das ist auch noch im amerikanischen Markt, dann ist der CFD-Handel eigentlich die einzige Möglichkeit, um das wirklich praktikabel darzustellen, weil die rechtlichen Dinge, die da sind, ist eigentlich kaum ermöglichen, ganz viele Daytrades zu machen, wenn man nur 10.000 oder 15.000 Dollar auf seinem Konto hat. Da gibt es die Intraday-Rule, die besagt, dass man nur 4 Trades in 5 Handelstagen machen darf. Und das kann man halt umgehen, indem man entsprechend CFDs handelt. Deswegen handeln wir, also alle unsere Dinge, die wir handeln, kann man in Aktien handeln, aber auch genauso gut in CFDs, was als Trader häufig auch eben, wie gesagt, viel Sinn ergibt. Je größer das Konto ist, desto weniger wiegt dieser Vorteil, der da ist. Der könnte nächstes Jahr nochmal spannend werden, wenn man sich die steuerlichen Aspekte anschaut. Aber auch da ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen, wie das Ganze dann aussieht. Also von daher, wenn man das jetzt mal außen vor lässt, glaube ich, gibt es viele Gründe für ein Direktinvestment, aber auch genauso viele für den Handel entsprechend in CFDs. Und es gibt Strategien, die wir nutzen aus dem Mastermind, die wir ausschließlich beispielsweise im CFD umsetzen. Also es gibt für alles seine Berechtigung und auch, man muss immer gucken, was passt auch zu mir als Kunde. Okay, dann würde ich sagen, 19 Uhr, super gepasst. Ja, sehr schön erklärt. Danke dir, Fred. Freut mich immer, wenn ihr wieder etwas mitnehmen konntet für euch. Wie gesagt, der nächste Wochenausblick ist dann schon am kommenden Montag und der nächste große Marktausblick müsste dann auch wieder Anfang Mai sein. Alle Termine dazu findet ihr auf meiner Webseite dann wieder unter Termine. Und wie gesagt, zum Schluss nochmal, wenn ihr mit dabei sein möchtet, wenn euch Intraday-Handel interessiert, wir machen nächste Woche dazu ein Infowebinar. Und was ich euch wirklich ans Herz legen kann, für alle, die noch nicht mit dabei gewesen sind, Rendite Unlimited, klickt drauf, schaut euch das an. Normalerweise, wenn wir es live machen, machen wir es zum Selbstkostenpreis 99 €. Und jetzt hier, wenn wir es online machen und wir haben gesagt, okay, auch die Referenten, die da sind, machen das alles kostenfrei. Wir bieten es euch für sage und schreibe 0 € an. Das heißt, also ihr habt die Möglichkeit, wir haben allerdings nur 400 Tickets, die wir rausgeben können, weil unsere Plattform nicht mehr hergibt. Also von daher, wenn ihr mit dabei sein möchtet, es gibt auch keine Aufzeichnung dazu, also wirklich nur, wenn ihr live tatsächlich am 16. und 17. vormittags Zeit habt, das geht immer bis 13 Uhr, dann freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, eine tolle, erfolgreiche Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Super, vielen, vielen Dank, Mario. War ja eine Punktlandung und sehr informativ. Ich habe mich wirklich gefreut, dass wir wieder hier mit dem Webinar weitermachen konnten. Habe gerade mit einem Auge noch geschaut. Der aktuelle Mai-Kontrakt WTI unter 5 Dollar. Netflix-Abo ist doppelt so teuer wie Öl aktuell. Wahnsinn. Ja. Und ich bedanke mich natürlich bei den Teilnehmern auch, ja, dass sie hier aktiv Fragen gestellt haben. Ich glaube, da macht es auch für Mario mehr Spaß und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Position auf, wenn Sie noch handeln. Und würde mich freuen, wenn Sie natürlich nächstes Mal dabei sind. Sie sind ja schon dann für alle Termine registriert, aber auch für das nächste Webinar. Den Link hatte ich ja in den Chat kopiert. Vorbereitung auf die US-Börseneröffnung und Live-Trading mit Mario. Freue ich mich auch sehr. Bis dahin, passen Sie auch auf sich auf, bleiben Sie gesund und Dankeschön fürs Teilnehmen. Tschüss zusammen. Ciao.